Dank. Nein. Herzlichen Dank. Zauberhaft, Dankeschön. Ich war letztens mit meiner Frau in einem sehr netten Restaurant essen, das ein italienisches Ehepaar gepachtet hatte. Es war in Rom. Wenn ich eins hasse im Ausland, dann sind es die Deutschen, die in so einem Lokal sitzen, Hemd auf bis zum Bauchnabel, Badehose. Gummilatschen und dann zum Kellner: Ey Gaston, komme du, trinki trinki und mangiare, aber pronto. Ich spreche dann mit meiner Frau immer Schwedisch. Ja, ist doch wahr. Man kann doch wohl verlangen, dass wenn jemand verreist, dass er sich in den wichtigsten Weltsprachen Englisch und Spanisch verständlich machen kann. Wenigstens die gebräuchlichsten Wendungen, wie Sangro a menudo por la nariz. Das heißt, ich habe häufig Nasenbluten. Ja, Sie lachen. Das kann man öfter anwenden, als Sie glauben. Das passt fast auf jede Frage. Wie geht es Ihnen? Sangro a menudo por la nariz. Was machen Sie beruflich? Sangro a menudo por la nariz. Sind Sie glücklich verheiratet? Sie kennen doch aus den Ferienclubs diese Achtertische, wo man abends beim Essen immer wildfremde Menschen drangesetzt kriegt und bevor der Tisch nicht voll ist, gibt es nichts zu fressen. Ne? Tja, faszinierendes pädagogisches Modell. Und da saß ich mal einen Abend im Urlaub an einem Tisch mit 7 Argentiniern. War wunderbar. Wir haben 4 Stunden über meinen Nasenbluten gesprochen. Und das Schöne war, je weiter der Abend fortschritt, desto mehr spanische Brocken kehrten in mein Gedächtnis zurück. Dinge wie: ¿Dónde está la salida B? Wo ist Ausgang B? Oder: Las vistas desde la torre de la iglesia no tienen desperdicio. Die Aussicht von diesem Kirchturm ist ganz toll. Oder: Me quemaron la pipa. Ich habe mir die Pfeife verbrannt. Und wo ich die Landessprache nicht so fließend beherrsche, wie es leider Gottes im Italienischen der Fall ist, da habe ich natürlich einen kleinen Reisesprachführer dabei. Und so las ich dann dem Ober vor, als er kam: Vorremmo bere e mangiare qualcosa per favore. Sagt er: Ist schon gut, ich bin vom Bottrop weg. Oder so. Jetzt gehöre ich ja auch nicht zu den Leuten, die versuchen überall im Ausland Wiener Schnitzel oder Eisbein mit Sauerkraut zu kriegen. Nein, ich möchte doch wissen, was hält das Land für mich bereit? Und so sagte ich: Bitte bringen Sie mir die Spezialität des Hauses. Sagt er: Ist das Ihr Ernst? Ich sage: Ja, was immer es ist. Bringen Sie es mir. Ich werde hier sein, wenn Sie damit kommen. Ja, dann gab es noch eine Suppe vorher, einen kleinen Salat noch und dann kamen die Hauptgerichte. Für meine Frau Scaloppa alla Milanese. Das ist eine Art Wiener Schnitzel. Und für mich die Spezialität des Hauses. Es war ein Vogel. Ein kleiner Vogel. Er lag ganz allein auf einem kleinen weißen Teller. Das Köpfchen hing so halb über den Rand. Ein Auge auf, eins geschlossen. Füße und Fußnägel vollständig erhalten. Jetzt habe ich noch jede Suppe ausgelöffelt, die ich mir selber eingebrockt habe. Die Frage in diesem Falle war ja nur: Wie?
Und bei allen Vorbehalten gegenüber einem Land wie Amerika. Unzureichendes soziales Netz, katastrophale Waffengesetzgebung. Eins können wir von den Amerikanern lernen. Man kann alles essen, was auf der großen, weiten Welt nur irgend vorstellbar ist, solange es zwischen zwei Brötchenhälften passt. Ich klemmte also dem Vogel den Kopf zwischen die Beine, drückte ihn ein bisschen platt, nahm zwei Weißbrotscheiben, pappte ihn dazwischen und begann zu essen. Die Gespräche in dem Lokal waren mittlerweile verstummt. Auch meine Frau sagte nichts, was sie ihr hoch anrechnete. Nur ist es ja so, sobald unsere Nahrung den Magen passiert hat, gelangt sie an eine Pforte, die ihr den Eintritt in den Darmtrakt gestattet. Als diese Pforte sah, was da kam, machte sie auf der Stelle dicht. Die Spezialität des Hauses lag also von Stund an wie ein Stein in meinem Magen und gärte. Die sich entwickelnden Gase drückten Magensäure durch die Cardia, den Magenmund, zurück in die Speiseröhre. Der Mediziner spricht in diesem Zusammenhang von gastroösophagealem Reflux. Das bewirkt das, was der Laie Sodbrennen nennt. Ab und zu zwängten sich stecknadelkopfgroße Gaswölkchen an den aufsteigenden Magensäften vorbei, durch die Speiseröhre an die Außenwelt und machten sich in Form zierlicher Bäuerchen bemerkbar. Etwa so. Die Verbindung dieser Gase mit Sauerstoff ergab ein offenbar äußerst aggressives Gemisch. Und meine Frau sagte, boah. Wenn mich mein Augenschein nicht eines Besseren belehren würde, könnte man meinen, du bist tot. Seit längerer Zeit. Ich saß da, wurde dicker und dicker. Dann sagt sie zum Ober, haben Sie vielleicht ein Verdauungsschnäpschen? Spezialität des Hauses, ja. Er machte dann etwas, das aussah, roch und schmeckte wie Klärgrube. Aber es tat gute Arbeit. Ich trank das Zeug auf Ex und mit einem Mal öffneten sich sämtliche Pforten des Körpers sperrangelweit. Der Vogel kannte das Getränk offenbar, denn er begann zu rennen. Ich begann ebenfalls zu rennen. Und wir erreichten die Toilette fast gleichzeitig. Sie war übrigens besetzt. Aber wir wollten da sowieso nicht noch mal essen gehen im Lokal. Und das soll uns auch jetzt nicht hindern, gemeinsam ein Lied übers Essen zu singen. Es ist meines Wissens das erste Mal in der Musikgeschichte, dass jemand einen gemischten Chor nach Gewicht einteilt. Ich möchte diejenigen unter Ihnen, die bis zu 75 Kilo wiegen, bitten, gleich Folgendes zu singen. Ich hab alles, was ich brauch, nur die bis 75 Kilo. Ja? Kleines Pröbchen, 3, 4. Ich hab alles, was ich brauch.
Schön. Ich erhöhe auf 80. War ein bisschen dünn von der Personaldecke, ne? Also jetzt bis 80. Kilo, nicht Jahre. Nochmal. 3, 4. Ich hab alles, was ich brauch. Gut. Und die über 80 Kilo antworten dann: Und einen Bauch hab ich auch. Wir machen es gleich mal im Zusammenhang und dann immer zweimal hintereinander, bitte. Ja? 3, 4. Ich hab alles, was ich brauch. Und einen Bauch hab ich auch. Ich hab unten. Wunderbar. Meine große Leidenschaft ist Nahrung jeder Art. An allem, was man essen kann, hab ich noch nie gespart. Riech ich Bratwurst oder Döner, wird mein Auge feucht. Sagen Sie selber, was ist schöner, als zu spachteln, bis es reicht. Ich hab alles, was ich brauch. Und ein Bauch hab ich auch. Ich hab alles, was ich brauch. Und ein Bauch hab ich auch. Wann haben Sie sich zuletzt gewogen? Ich meine, Sie könnten sich natürlich fragen, warum hat der Idiot nicht gleich gesagt, die Damen singen den ersten Teil und die Herren den zweiten. Aber ich muss Ihnen leider sagen, nach dem, was ich hier sehe, etliche singen in der falschen Gruppe. Ich hab auch eine große Angst vor jeder Art von Gästen, die sich völlig hemmungslos auf meine Kosten mästen. Selbst hohe Feste wie St. Martin feiere ich allein und ziehe mir die ganzen Gänse ganz alleine rein. Ich hab alles, was ich brauch. Und einen Bauch hab ich auch. Ich hab alles, was ich brauch. Und einen Bauch hab ich auch. Haben noch ein paar abgenommen während der zweiten Strophe? Ich bin trotz meiner Leibesfülle durchaus erotisch interessiert. Und genieß es gern und häufig, wenn man mich gekonnt verführt. Ich erklär dann auch der Dame, warum ich bei ihr lieg. Nicht aus purer Sexgier, sondern weil ich davon Hunger krieg. Ich hab und ein Bauch hab ich auch. Ich hab und ein Bauch hab ich auch. Sehr schön. Jetzt möchte ich Ihnen gerne eine kleine Sammlung zeigen, die ich seit einiger Zeit dabei bin anzulegen. Das sind Dinge, die Prominenten gehört haben, Prominenten aus aller Welt. Und das erste Objekt ist ein Hygieneartikel aus England, genau gesagt aus dem englischen Königshaus, aus dem Buckingham Palace, ein Q-Tip von Prinz Charles. War übrigens ein Gastgeschenk von Genscher. Das zweite habe ich in Amerika, auf meiner letzten Amerika-Tournee, erbeutet. Das wird besonders die Basketballfans unter Ihnen begeistern. Das ist die Klobrille von Michael Jordan.
Und auf dieser Amerika-Reise ist es mir auch gelungen, und jetzt halten Sie sich fest, Michael Jackson zu treffen. Ja. 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 Zugegeben, ich musste eine kleine List anwenden. Aber als ich dann erstmal sein Zutrauen gewonnen hatte, war der Rest ein Kinderspiel. Und er hat mir sogar ein Geschenk gemacht zum Abschied. Dieses hier ist ein Bühnenrequisit, das Michael Jackson benutzt, wenn er vor Sehbehinderten auftritt. Sie kennen ja alle seine Musik. Das ist ja immer sehr schwungvoll, ne? Und er hat ja immer diese schönen Tanzschritte, so Moonwalk und sowas. Das kann ich jetzt nur mal andeuten. Let my baby with the heels on. Und dann kommt ja dieser berühmte Griff. Ist ja immer wieder erstaunlich, ne? Man kann vorher die tollsten Sachen erzählen, einmal einen Sack packen und das Haus tobt. Ne? Ist kein Vorwurf, mir macht's ja auch Spaß. Aber immerhin. Kaum war ich wieder zurück aus Amerika, war auch schon Kanzlerfest. Und da bin ich ja nicht mehr wegzudenken von dieser Veranstaltung. Habe auch wieder lange mit dem Kanzler gesprochen. Und er hat mir dann sein Lieblingspuzzle geschenkt, mit dem er während der Sitzungen, der Kabinettssitzungen immer spielt. Das sind 2 halbe Bierdeckel. Ja, und ein ganzer als Vorlage, ne? Ist klar. Und auf dem Kanzlerfest war auch Alice Schwarzer. Wir haben auch lange geplaudert, die ist unheimlich nett. Und sie hat mir etwas geschenkt, das wird jetzt demnächst Prämie für jemanden, dem es gelingt, einen Emma-Abonnenten zu werben. Ne? Ist ja auch nicht einfach. Und es beruht auf der Beobachtung, dass ja, also dieses Geschenk, beruht auf der Beobachtung, dass ja in unserem Lande leider Gottes nach wie vor Frauen in vielen Bereichen benachteiligt sind. Und die gravierendste Benachteiligung besteht sicherlich darin, dass Frauen, anders als Männer, nicht den Namen ihres Partners in den Schnee pinkeln können. Es wird zwar immer wieder versucht, aber erstens haben wir hierzulande nicht so viel Schnee. Und selbst wenn, ist das Schriftbild doch irgendwie diffus. Und da hat Alice jetzt was ganz Geniales erfunden. Das ist so eine Wachstuchschablone. Da kann Frau einfach den Namen des Partners so ausschneiden. Nicht? Dann wird das einfach in den Schnee gelegt. Und dann kann Frau ganz entspannt Ich finde das sehr schön. Das war jetzt natürlich ein kurzer Name. Wenn Ihr Partner einen längeren hat, brauchen Sie natürlich eine längere Schablone und Sie müssen was tun? Mehr trinken, sonst geht Ihnen ja unterwegs die Tinte aus. Und damit sind wir schon geschmeidig ins nächste Thema hineingeglitten. Wer kennt einen Trick, wie Alkohol schneller wirkt? Strohhalm ist richtig, ich meine aber was anderes. Sie müssen vorher Blut spenden. Ja, ehrlich, probieren Sie mal. Gehen Sie mal Blut spenden, trinken Sie sofort danach ein Bier auf Ex, Tilt. Programmabsturz, ich schwöre es Ihnen. Nachteil dieser Methode, Sie dürfen nur alle paar Wochen Blut spenden. Reicht natürlich nicht. In der Zwischenzeit müssen Sie sich dann halt
auf die konventionelle Art und Weise behelfen. Braune Schnäpse führen ja immer noch auf dem geradesten Weg zum Ziel. Ja klar, wenn jemand vor den Bus gelaufen ist und unter Schock da sitzt, dann rufen sie ja auch nicht: Schnell, eine Weißweinschorle. Sie rufen nur nach dem doppelten Weinbrand oder Cognac oder Whisky. Sie können natürlich auch dem Rat der Ärzte folgen und Alkohol nur innerhalb der für die Leber tolerablen Grenzen zu sich nehmen. Das sind laut ärztlicher Empfehlung 21 Einheiten pro Woche. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was ist eine Einheit? Ist das ein Eimer Korn? Oder eine Badewanne voll Sekt? Nein, eine Einheit sind 0,5 Liter Bier. Bei 21 Einheiten pro Woche, können Sie sich natürlich ausrechnen, dürfen Sie pro Tag 3 Bier trinken. Sieht dann so aus, Sie gehen um 20 Uhr in eine Kneipe, trinken ein Bier. Um 23 Uhr gönnen Sie sich ein zweites und um 1 Uhr noch einen Absacker. Das ist dann ein Abend, von dem Sie noch wochenlang erzählen werden. Wie war es gestern? Oh, super! Ich hatte 3 Bier. Auf dem Nachhauseweg habe ich mich vor den Bus geworfen, in der Hoffnung auf einen doppelten Cognac. Aber ich meine jetzt mal im Ernst, wer von uns gibt etwas auf die Meinung von Ärzten? Bei allem Respekt, was sind Ärzte? Das sind ehemalige Medizinstudenten. Nein. Nein, nein, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Wir unterscheiden normalerweise 5 Stufen des Alkoholgenusses. Stufe 1. Ein normaler Werktag, sagen wir Mittwoch, 23 Uhr, du bist in der Kneipe, hattest ein paar Bier, willst auch jetzt nach Hause, denn du musst ja morgen früh raus zur Arbeit. Da gibt jemand noch eine Runde. Ein Selbstständiger, nicht Angestellter. Und du sagst, ach komm, solange ich noch 7 Stunden Schlaf habe, ist es okay. Stufe 2. 0 Uhr. Du hattest noch 4 Bier. Hast gerade 20 Minuten angeregt über Kunstrasen diskutiert. Du warst dagegen. Du willst auch jetzt wieder nach Hause. Denn seit geraumer Zeit sitzt auf deiner rechten Schulter dein Schutzengel und sagt: Los, geh jetzt nach Hause. Du musst morgen früh raus zur Arbeit. Aber auf deiner linken Schulter sitzt dieses kleine Teufelchen. Und das sagt: Nein, es ist gerade so lustig. Und so jung kommen wir nie mehr zusammen. Und solange du noch 6 Stunden Schlaf hast, ist es okay. Stufe 3. Ein Uhr. Du hast mit Biertrinken aufgehört. Zugunsten von Tequila! Du hast gerade wieder 20 Minuten leidenschaftlich über Kunstrasen diskutiert. Du warst dafür. Darüber hinaus bist du der Ansicht, die Kellnerin ist die schönste Frau der Welt. Du könntest überhaupt die ganze Menschheit nicht nur umarmen, sondern erlösen. Auf dem Weg zum Klo gibst du dem unbekannten Gast am Ende des Tresens einen aus. Einfach, weil dir sein Gesicht gefällt. Auf dem Klo kriegst du ein Lachflash. Denn da steht ein neuer Spruch an der Wand, den du noch nicht kanntest. Lieber in der Kaiserin als Imperator. Ja, lassen Sie sich Zeit, der braucht immer ein bisschen, ne? Er arbeitet sich immer von hinten langsam nach vorne vor, hier ist er noch nicht gewesen, ne? Ja. Stufe 4, 2 Uhr letzte Bestellung. Du bestellst eine Cola und eine Flasche Rum. Du fühlst dich wie Kunstrasen. Auf dem Weg zum Klo möchtest du dem unbekannten Gast am Ende des Tresens eins in die Fresse hauen, weil dir sein Gesicht nicht passt. Beim Händewaschen machst du den Fehler, in den Spiegel zu schauen.
du sagst besessen, dann stößt du den alten Mann zur Seite und sagst Gott sei Dank. Stufe 5. Du beschließt, nach Hause zu gehen. Unmittelbar nachdem du rausgeflogen bist. Zu Hause fällt dein suchender Blick auf eine viertelvolle Flasche Uso, die du umgehend zu dir nimmst, statt jetzt ins Bett zu gehen. Hast du eine großartige Idee? Du legst die alte Leonard Cohen-Platte auf, die du seit 18 Jahren nicht gehört hast. Und dann stehst du mit geschlossenen Augen, die Uso-Flasche in der linken, auf Socken, auf dem Teppichboden, wiegst dich zu den Klängen, singst auch mit, war so. Susan takes you down to the place near the river. Und während dir die Tränen in Bächen das Gesicht hinabströmen und du auf einer Woge des Gefühls davongetragen wirst, wird dir eines klar: Du bist nicht betrunken. Vielleicht ein bisschen angebrütet, aber in guter körperlicher und seelischer Verfassung dafür, dass es 3:30 Uhr morgens ist und die Nachbarn von unten an die Decke klopfen. Nachdem du bei einem Liter Lambrusco ein wenig in alten Fotoalben geblättert hast. Beschließt du, deine Ex-Freundin anzurufen. Du hast sie seit 5 Jahren nicht gesehen, weißt nur, sie hat in der Zwischenzeit 2 Kinder und ist mit einem Polizisten verheiratet, der das Gespräch auch entgegennimmt und ein bisschen komisch reagiert, als du sagst, ich liebe sie. Sagen Sie ihr das? Sollen Sie auch schnell die Kinder adoptieren? Arschloch! Du beschließt, ihr einen Brief zu schreiben. Ach, einen Brief, einen Gedichtzyklus. Und du wirst dich bei der Zustellung nicht auf die Post verlassen. Du wirst den Brief persönlich noch in dieser Nacht überbringen. Bei dieser Gelegenheit den Polizisten zusammenschlagen und mit ihr und den Kindern ein neues Leben in Neuseeland beginnen. Oder zumindest Belgien. Wenn du dich für dieses Kommandounternehmen mit einer Mischung aus Fernet Branca und Escorial Grün stärkst, wirst du endlich von einer barmherzigen Ohnmacht überwältigt. Du gehst am nächsten Morgen nicht zur Arbeit. Du wirst gegen 14 Uhr frierend auf der Auslegware wach. Dein Kater ist von einem anderen Stern. Und du sprichst die magischen Worte nie. Sie kennen das also alle. Wieso lassen Sie mich die ganze Scheiße erzählen? Wir hätten jetzt echt Zeit sparen können, ne? Und sofort das Lied singen, was wir jetzt erst singen werden. Nur wir beide. A cappella, ohne Instrumente. Nur begleitet von unserem Rhythmus, den ich Ihnen jetzt mal vorgebe und den Sie bitte mal aufnehmen.
Hey. So, jetzt, jetzt singe ich gleich Ihre Zeile. Obacht. Nie wieder Alkohol. Das ist Ihre Zeile. Die singen Sie dann bitte immer, wenn ich mit der linken Hand das Zeichen gebe. Obacht, gleich kommt's. Nein, nein. Jetzt ist es, wie es eigentlich immer ist. Passen Sie auf. Es ist ja gegen des deutschen Sangesgewohnheit. Der Deutsche ist ja gewöhnt von der volkstümlichen Musik, von der Polka, auf die Eins zu schnipsen. Wuff-da-da, wuff-da-da. Ne? Das kennt er nicht anders. Wir machen ja was ganz anderes. Wir schnippen gerade auf die Zwei und die Vier. Das kommt aus dem Gospel. Ne? Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Ja? Ja, 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 ja. Das. Danke. Und das gibt diesen geilen Groove. Ne? Und wenn Sie jetzt gleich, natürlich noch nicht über so ein elaboriertes Musikverständnis und Rhythmusgefühl verfügen, achten Sie einfach stur auf meinen Daumen und meinen Äffe. Auch wenn Ihnen Ihr Körper befiehlt, etwas anderes zu tun. Machen Sie nur das. Nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Auf die 1 beginnen wir dann zu singen. 1, 2, 3, 4. Nein, es geht so. Nie. Auch nicht auf dem Mond. Das kann man unterschreiben, solange da keiner wohnt. Was machen Sie denn da? Sie machen. Geht das nicht? Machen Sie rhythmisch Ihre Handtasche auf und zu. Das wird das Beste sein. Hey! Ist als Grabspruch blöd. Wer weiß denn, wie der liebe Gott selbst zum Saufen steht. In der Sakristei. Ja, wenn der Pastor mitmacht, bin ich voll dabei. In der Politik. Er tritt der ganze Bundestag wie ein Mann zurück. Nie wieder Alkohol. Steht in meinem WC. Und zwar in der Schüssel, damit ich's immer seh. Nie wieder Alkohol. Und zwar radikal. Und wenn wir's heute nicht schaffen, dann halt ein andermal. Der letzte Sommer war ja richtig beschissen, ne? Sommer 96, aber das hatten die Meteorologen ja auch so vorhergesagt. Aber können Sie sich noch an den Sommer 93 erinnern? Nicht. Da hatte es ja vorher geheißen, Jahrhundertsommer. Daraufhin haben meine Frau und ich beschlossen, wenn das so ist, fahren wir doch gar nicht weg, bleiben wir doch zu Hause. Schön im Garten, Jahrhundertsommer. Ne? Berliner Zeitungen hatten auch Tabellen veröffentlicht, wie lange sich der Berliner maximal der Berliner Sonne aussetzen darf, ohne Hautschaden zu nehmen. Ne? Am Schluss war man froh, dass nicht geschneit hat.
Wurde richtig zum geflügelten Wort unter uns Heimaturlaubern. Abends in der Kneipe. Ne? Glück, dass nicht schneit. Mal. Tu mal noch eine Runde Glühwein. Nee, war schön. Schön. Ja, was sollte man machen, ne? Draußen sitzen war zu kalt. Habe ich viel in der Bude gesessen, Decke um, ne? Und gelesen. Da stand einen Tag in der FAZ oder in der Süddeutschen. Nee, in der Bild, so. Da stand, dass Alligatoren auch an Land schneller sind als Menschen. Wussten Sie das? Ne? Im Wasser, eh klar. Aber auch an Land sind die Biester schneller. Das heißt doch, dass wenn man gegen einen Alligator im Triathlon gewinnen will, man unwahrscheinlich gut Radfahren muss, wenn man eine Chance haben will. Ne? Ist ja eine komische Kombination beim Triathlon. Ne? Schwimmen, Radfahren, Laufen. Also dem Leben ist das nicht abgelauscht. Denn woher will ich wissen, wenn ich in ein Gewässer springe, ob am anderen Ufer ein Rad steht? Ich meine, da... Da könnte doch sonst was stehen, ne? Ein Haus. Und dann wär's Schwimmen, Dachdecken laufen. Ne? Nein, ich finde das sehr beliebig. Genau wie bei Biathlon. Was hat denn Schießen mit Skifahren zu tun? Gut, fängt beides mit Ski an. Ja. Weil wenn es danach geht, können wir auch Bobfahren und Boxen kombinieren. Nicht, wenn man kombiniert, dann sollten die Sportarten einander doch erschweren, dass das Ganze einen Gag kriegt. So wie, sagen wir mal, Gewicht heben und Synchronschwimmen. Das wäre lustig. Andere Sportarten sind ja schon in sich eine Kombination. Eishockey ist eine Kombination aus Schlittschuhlaufen, mit dem Puck spielen und sich prügeln. Das könnte man ja auch entzerren. Ne? Vormittags ein bisschen Schlittschuhlaufen, nachmittags mit dem Puck spielen, abends in der Kneipe sich prügeln. Wäre der Tag ausgefüllter. Was ich ja nie verstanden habe, ist Golf. Man nimmt einen kleinen Ball, dann haut man ihn so weit weg, wie man kann. Ne? Und dann geht man ihn suchen. Und wenn man ihn dann gefunden hat, statt dass man sich freut, in eine Kneipe geht und sich prügelt, dann haut man ihn wieder weg. Halben Tag lang. Das ist ja was für Leute, die Ostern nicht abwarten können. Ja, ich habe ja keinen Sport gemacht in diesem Sommer 93. Es war ja, wie gesagt, zu kalt. Wir haben dann immer Leute eingeladen und Partys gefeiert. War auch schön. Ne? Partyspiele haben wir. Flaschendrehen haben wir gemacht. Kennen Sie Flaschendrehen? Ja? Ich erkläre es mal, für die, die es nicht kennen. Ne? Also man setzt sich so im Kreis, ne? Und dann nimmt man eine leere Flasche und dann wird die so gedreht. Und die oder der, auf den sie zeigt, muss dann im Keller eine volle holen. Ja, und tagsüber habe ich dann eingekauft für die Partys, das war auch schön. Ich habe ja bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gewusst, was für eine Quelle des Frohsinns ein Supermarkt ist. Das ist ja der einzige Ort, wo man etwas hinschmeißen kann und braucht die Scheiße nicht selber wegmachen. Ne? Flasche Ketchup. Na komm, auf einem Bein kann man nicht stehen. Und dann schön wegfahren mit dem Wägelchen, ne? Große Runde drehen, wieder zurückfahren. In der Zwischenzeit ist jemand am Putzen. Ne? Nee, was eine Sauerei. Also Leute, gibet, ne? Ein Glück, das nicht schneit, ne?
Und man kann ja auch selber kreativ werden in so einem Supermarkt. Die Dinge so ein bisschen umdekorieren, ne? So Käse zu den Süßigkeiten, ne? Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit zum Beispiel kann man ja wunderbar so einen Harzer Roller von unten in so einen ollen Nikolaus einarbeiten, ne? Ist ja der Käufer noch wochenlang Freude dran, ne? Oder warum immer nur etwas mitnehmen? Warum nicht mal etwas mitbringen? Ich heb zum Beispiel zu Hause immer Joghurts auf. So ein halbes Jahr übers Verfallsdatum reicht, ne? Dass sich der Deckel so schön stramm wölbt. Ne, dann nehme ich den mit und dann schmuggle ich den hinten ins Joghurtregal. Nie nach vorne, das fällt auf. Immer hinten, wo die anderen Alten auch stehen. Ne? Und dann entdecke ich den zufällig. Ne? Und dann lasse ich mir den Filialleiter kommen. Sag ich, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Sollen wir zwei denn jetzt mal das Gesundheitsamt anrufen? Die Nummer haben Sie sich ja im Kopf bei den Zuständen hier. Ne? Und da schreie ich so lang rum, bis Sie mir eine ganze Palette Joghurt schenken. Und die hebe ich dann wieder auf. Aber der Höhepunkt eines Supermarktbesuches ist natürlich die Obst- und Gemüseabteilung, wo man ja alles selber aussucht und Tüte tut, abwiegt. Ne? Und vorher muss man ja prüfen, die Feldfrüchte. Ne? Ganze Daumen drin in der Nektarine. Ne? Und dann mit Rücksicht auf den nächsten Kunden schön das Loch nach unten legen. Und weiter prüfen. Ne? Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich da rauskomme. Es ist, als würden alle meine Aggressionen in den Früchten des Landes zurückbleiben. Ne? Wenn ich besonders mies drauf bin, knöpfe ich mir die Weintrauben vor. Herrlich. Meine Frau sagt schon immer, hast du ja scheiß Laune, komm, geh einkaufen. Und Sie können natürlich auch die psychische Belastbarkeit der anderen Kunden mal testen. Müssen Sie mal probieren, nehmen Sie mal jemandem was aus dem Wagen. Packung Mehl. Ne? Das ist mein Mehl! Wie, ihr Mehl, haben Sie das schon bezahlt? Nein, aber das ist mein Wagen! Wie, ihr Wagen, Mann, Sie haben den gekauft für den Markt, die Sie da reingesteckt haben? Aber das Schönste ist, wenn Sie mit einem vollbepackten Wagen vor der Kasse stehen und direkt hinter Ihnen so ein armer Dödel mit einem Kefir. Ne? Haben Sie nur das eine Teil? Ja. Ja, dann haben Sie jetzt viel Zeit zu überlegen, ob Sie nicht doch was vergessen haben. Das können Sie ja dann alles mal ausprobieren, ne? Und das nächste Mal einkaufen gehen. Und während Sie sich darauf schon freuen, singe ich mal kurz den Titelsong aus diesem Programm. Ich habe keine Muskeln, ich treibe keinen Sport. Ich spring aus keinem Flugzeug, ich weiß nicht, wie man kocht. Blüten, Knollen, Triebe, das ist es, was ich liebe. Mich machen Blumen an, ich bin ein Blumenmann. Summ, summ, summ. Liebe Blumen.
Schirili, rili, rili. Ich weiß wohl und freu ich mich an Gladiolen. Eine Anemone gibt mir mehr als oben ohne. Ich werde auf der Stelle spitz, wenn ich vor einem Lotus sitz. Ich mache Blumen an, bin ein Blumenmann. So, so, so. Liebe Blumen, Tirili, Rili. Ledergummi, Hacke, Beilchen, kein Vergleich mit Löwenmäulchen. Und wie groß ist das Entzücken, wenn wir uns nach Wicken bücken? Guck die erste Primel raus, es wird der Beherrschung aus. Mich machen Blumen an, wie der Blumenmann. Zum, 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 ich liebe Blumen. Tirili, rili, rili. Ach, Blumenkinder, das wär schön, nur wie soll das vonstatten gehen? Ich frage sie, wie meine Pollen übertragen werden sollen. Ihren Stempel möchte ich sehen, wenn Bienen an denselben gehen. Mich machen Blumen an, bin kein Bienenmann. Nein, 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 da muss ich rein. So, 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 ich will nur Blumen. Piep, 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 ich habe Blumen lieb. Joi, 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 ich bin ein Blumenboy. Vielen Dank. So. Na, na, na. Nach dieser doch sehr zarten und innigen Nummer kommt jetzt eine knallharte Darbietung. Ich sag's Ihnen gleich, es ist schon viel geweint worden an dieser Stelle. Es gab auch Missverständnisse. Es hieß frauenfeindlich. Das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie gleich genau hinhören, werden Sie natürlich sofort die pädagogische Absicht merken, die dahinter steckt. Ich will natürlich warnen, aufklären, abschrecken vor einem zwar Gott sei Dank aussterbenden, aber immer noch hier und da vorhandenen Männertypus. Es ist also ein Text, der sich in erster Linie an die jungen Menschen richtet, an die jungen männlichen Menschen, dass sie nicht so werden wie dieser böse Mann, den ich gleich für sie spiele. Und die jungen weiblichen Menschen, dass sie, wo immer sie auf diesen Männertypus treffen, ihn weiträumig umfahren. Männer sind Schweine, stimmt's, Mädels? Ist nur blöd, dass wir die ganze Kohle haben. Die Ehe ist ja auch eine weibliche Erfindung. Oder können Sie sich vorstellen, dass irgendwann mal ein Mann da gesessen und gesagt hat, du Schatz, ich habe eine Wahnsinnsidee.
Ich muss jetzt mein ganzes Leben lang nur dich lieben. Und wenn das nicht funktioniert, bekommst du alles, was ich besitze. Es heißt ja auch immer, Männer gucken Frauen als erstes in die Augen. Das ist ja Unsinn, Augen habe ich selber. Sie mögen mich für altmodisch halten. Aber für mich ist es selbstverständlich, dass ich bezahle, wenn ich eine Frau totschick ausführe und anschließend mit ihr schlafe. Das Ganze ist ja nur eine Frage des richtigen Spruchs. Ich als Komiker gehe mal so vor. Ich frage, kennen Sie den schon? Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Sie können den Staatsmann raushängen lassen. Es geht so, ernstes Gesicht, tiefer Blick in die Augen. Nee, Frau, ich fürchte, es gibt Krieg. Mein Säbel juckt. Oder die Heilpraktikerschiene. Hm? 1000 Jahre alt, immer noch wirkungsvoll. Sagen Sie, haben Sie Wasser in den Beinen? Meine Wünschelrute schlägt aus. Oder die Scherzfrage, das Tierreich betreffend, habe ich vor 20 Jahren aus Amerika mitgebracht, wird mittlerweile von der Filmindustrie kopiert. Geht so, dann merken Sie auch, ob die Dame Humor hat. Sagen Sie, kennen Sie den Liebesruf der Riesenmuschel? Na? Mit zu ficken, ey? Wem das zu direkt ist. Nicht. Ne. Für den habe ich noch so ein Softie-Ding. Das ist auch ganz schön. Es geht so, wenn Sie auf Zeigefinger anfeuchten. Eine Dame so an der Kleidung berührt. Und jetzt aber schnell raus aus den nassen Klamotten. Ist auch süß. Ich bin mir natürlich völlig darüber im Klaren, was jetzt in vielen von Ihnen vorgeht. Sie denken, scheiße, nichts zu schreiben dabei. Müssen halt zusehen, dass Sie die Sachen behalten, bis Sie das nächste Mal auf die Piste gehen, ne? Und dann nicht durcheinander kommen. Nicht, dass Sie mir dann in der Disco so anfangen. Weil dies gibt Krieg. Es ist natürlich klar, dass man bei einer so flüchtigen Partnerwahl auch schon mal in die Tonne packt. Ne? Letztens hatte ich wieder eine, von Anfang an nur rumgezickt. Ne? Kaum war man bei mir, sagt sie, ich möchte, dass wir beide oben liegen. Ich sage, okay, fang an. Als sie ging, sagte sie, sie hätte den Orgasmus nur vorgetäuscht. Hab so getan, als hätte ich es nicht gehört. Man kann ja sehr oft in Frauenzeitschriften lesen, viele Männer leiden unter vorzeitiger Ejakulation. Na Quatsch, wer leidet denn? Ich meine, ist mir egal, ne? Und wenn es der Frau nicht passt, soll sich halt beeilen! Mach langsam, Schatz, ich bin noch nicht so weit. Okay, Liebes, wie du willst, du hast noch 3 Sekunden. 21, 22, 23. Wie sieht's da aus? Viele Frauen
mögen auch keine Kondome mit Noppen. Macht nichts, dreh ich das Ding halt auf links. Das ist gut. Ich trage natürlich immer Kondome, klar, ne? Auch jetzt. Meine Güte. Enthemmte Pfalz. Ja, es gibt ja eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten, auch farblich. Achten Sie nur darauf, niemals schwarze Kondome. Schwarz macht schlank. Und wenn mal eins reißt, ist auch jetzt nicht ganz so schlimm. Es gibt jetzt endlich die Pille für den Mann. Sie wird nach dem Verkehr eingenommen und verändert die Blutgruppe. Diejenigen unter Ihnen, die ich jetzt mit diesem brutalen Text verprellt haben sollte, werde ich versuchen, mit dem nun folgenden Lied zurückzugewinnen. Es ist ein Lied über Lehrer und ich hätte gerne, dass Sie mir da einen gemischten Kinderchor machen, wie wir das von Rolf und seine Freunde kennen und lieben. Ja, es sind zwei Stellen. Die Harmonien werden Ihnen vertraut vorkommen. Das ist wie bei If I Had a Hammer, ne, das habe ich ja auch geschrieben. An die erste Stelle, da kriegen Sie Ihren Einsatz durch so ein Nicken. Ne? Also immer, wenn ich so tue, dann singen Sie: Der Lehrer, der Lehrer. Es ist ganz wichtig, dass auch die Herren in die Kopfstimme gehen, wegen dieses Kinderchor-Effekts. Ne? Wir proben, Obacht. Sehr schön. Und die zweite Stelle, da singe ich vorher. Peda, singe ich. Peda, und dann singen Sie. Go, go, go. Von Pädagoge. Okay, wir proben. Peda. Aha, Peda. Wer kriegt zum Geburtstag Bücherstützen oder Bücher mit Lehrerwitzen? Wer erfüllt ständig ein Übersoll? Und wer ist beim Schulfest als erster voll? Wer hat die Hand am Puls der Zeit? Wer ist engagiert und allzeit bereit? Wer weiß, was out ist und ist selber immer in? Der Lehrer und die Lehrerin. Peda. Aha, Peda. Das habe ich völlig vergessen, Ihnen zu sagen. Das sollen Sie natürlich auch machen. Nach jeder Strophe als Ausdruck überschäumenden südamerikanischen Temperaments. Das machen Sie dann bitte nach der zweiten Strophe unaufgefordert. Wer schlägt sich ständig mit Eltern rum? Und wer darf nie sagen, dieses Kind ist dumm? Wer hat alle Schüler gleich lieb und benotet sie streng nach dem Zufallsprinzip? Wer bringt sich ein, wer macht nie zu? Wer sieht im Ich auch stets das Du? Wer ist politisch und als Mensch ein Gewinn? Der Lehrer und die Lehrerin. Peda. Aha, Peda. Also so toll hatte ich es mir selber nicht vorgestellt. Wer Rio kennt und Kaiserslautern sieht, bemerkt sofort den Unterschied. Wer hätte auch Künstler werden können oder Kanzler, um nur zwei zu nennen? Wer arbeitet
arbeitet 24 Stunden am Tag. Und wenn das nicht reicht, noch die ganze Nacht. Wer geht der Eins für kargen Lohn? Fix und fertig in Pension. Und findet keinen Frieden wegen der Hämorrhoiden. Nein. Stelle ich Ihnen noch einen anderen jungen Mann vor, den werden Sie, glaube ich, auch sehr mögen. Besonders die Damen im schwiegermutterfähigen Alter werden jetzt doch sehr begeistert sein. Ist ein gutes Gefühl, mal so im Scheinwerferlicht zu stehen, ohne dass einer sagt, Nummer 4, 3 Schritte vortreten. Ich bin ja mit dem Motorrad hier, war, ist aber außerhalb von der Stadt liegen geblieben. Wollte ich trampen, hat mir aber keiner mitgenommen. Du auch nicht. Musste ich einen Schulbus nehmen. Und scheiße, so fahren die Dinger. Ich werde oft gefragt, Kalle, warum verprügelst du mir? Ja, weiß ich auch nicht. Ist auch viel Gewohnheit, wa? Ich war ja schon ein wildes Kind gewesen früher, war, habe meine Mutter eine Menge Kummer gemacht, was mir heute leid tut, aber sie war auch selber schuld. Hat immer mit dieselbe Sache gedroht. Warte, wenn Vater wieder rauskommt. Ich war ja auch im Knast, war es klar, Ehrensache. Ich hatte versucht, ihn besser verdienen, zu einer individuell zweckgebundenen Solidaritätsabgabe zu veranlassen. War aber unkooperativ, der Mitbürger. Ich weiß ja nicht, ob Sie das kennen, wenn man in den Knast kommt, da gibt es ja vorher diese Untersuchung, war? Und die kicken ihn ja auch in den Hintern. Aber voll. Ich sah, was suchen Sie da? In Parkplatz? Da sagt er ganz ernst, nee, Waffen und Drogen. Ich sah, was für Waffen? Eine Panzerfaust oder was? Und dann Drogen, ja, als ob man abends zusammensitzt und einer sagt, willst du einen Joint? Moment. Oder willst du ein Bier? Ja, Flasche oder vom Fass? Einer von den Kumpels hat zu Hause einen Pitbull, wa? Sagt er, wenn das Biest zubeißt, ja, dann kriegt das so eine Art Kiefersperre. Der kann von alleine das Maul ja nicht mehr aufmachen, wa? Sagt er, wenn du denn dazwischen hängst, dumm gelaufen. Duschen oder Wäsche wechseln kannst du denn erstmal vergessen, wa? Sagt er, es gibt nur eine Möglichkeit, dass der Köter das Maul wieder aufmacht und das ist mit dem Finger hinten drin. Also bei dem Hund.
Seitdem frage ich mir, wie ist es entdeckt worden? Also ich denke mir das so, da hat mal eines Samstagsabends so ein Pitbull-Besitzer vor einem Fernseher gesessen, war der Köter lag so vor ihm, scheiß Programm gewesen, wie immer, war Langeweile gehabt. Ganz ruhig. Jo. Ja, ich. Sieh, das wäre eine astreine Bauchrednernummer, wa? Na, Fifi, ja! Hast du mir was zu sagen? Ja! Was denn? Könntest du ja mal wieder die Nägel schneiden? War auch hart, ne? Ja, ja. Ich glaube, das mit dem Baseballschläger hätte ich nicht machen sollen. Nee, ich wollte auch erst das nehmen, ne? Aber erstmal ist das verboten, ne? Und dann habe ich mir das beim Üben dreimal vor die Birne gehauen. Und jetzt kriegt das mein kleiner Neffe. Jo, der wird jetzt eingeschult, ne? Der braucht das Nötige. So, ganz anderes Thema wieder. Und zwar sagt ja der Volksmund, der Schlaf vor 12 ist der tiefste, beste, gesündeste, wo man auch am schönsten träumt. Gemeint ist natürlich der Büroschlaf. Und Sie können sich jetzt alle als Traumdeuter betätigen, weil ich Ihnen jetzt meine Bürotagträume vorsinge. Letztens im Büro hatte ich eine Vision, so eine Halluzina, Sie wissen schon. Vielen Dank. Eine Frau flog durch ein Viadukt und hat mich gar nicht angeguckt. Sie trug im Nabel einen Rubin. Oh, das war vielleicht ein Wahnsinnsding. Um sie rum 10 nackte Feen, von denen hab ich nix gesehen. Denn ich hab immer nur auf das Ding geguckt, immer hingeguckt, auf ihr Ding geguckt. Das Ding, das hing ganz einfach da, war einfach wunderbar. Gestern im Büro bin ich eingepennt und hab geträumt, es wär Advent. Nikolaus flog volle Kanne gegen eine Edeltanne. Von dem ungeheuren Krach wurde der Osterhase wach. Mir fiel, Sie müssen schon verzeihen, die schöne Frau von neulich ein. Und ich hab wieder nur auf das Ding geguckt, immer hingeguckt, auf ihr Ding geguckt. Das Ding, das hing ganz einfach da, war einfach wunderbar. Heute sitze ich im Büro und träume, ich schwing als Tarzan durch die Bäume. Nackt bis auf ein Fensterleder. Schwing ich gegen eine Zeder.
auf ihr saß. Sie ahnen's auch, die Dame mit dem Ding am Bauch. Was jetzt kommt, klingt wie eine Fabel. Sie steckt das Ding in meinen Nabel. Und dann hat sie immer nur auf das Ding geguckt, immer hingeguckt, auf mein Ding geguckt. Das Ding, das hing ganz einfach da, war einfach wunderbar. Und jetzt sie alleine. War einfach wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Sind Sie eigentlich heute vorwiegend alleine oder paarweise da? Paarweise. Das ist ein bisschen schlecht, weil Singles haben weniger häufig Krach als Paare. Paare haben eigentlich immer Krach. Das liegt in der Natur der... Doch, das liegt in der Natur der Sache. Selbst wenn Mutter Teresa und Mahatma Gandhi ein Liebespaar gewesen wären, dann hätten sie sich darüber gestritten, wer weniger isst. Ja, ist so. Woody Allen hat es ja mal erklärt. Er hat gesagt, Männer und Frauen passen im Grunde nicht zusammen, die Unterschiede sind zu groß. Nehmen Sie Männer. Männer haben mehr Muskeln, sind aggressiver, sterben früher. Frauen haben dafür dichteres Haar und weinen fünfmal so häufig wie Männer, meist zwischen 19 und 22 Uhr. Das war, das ist wirklich wahr. Ja. Oder nehmen Sie Sprache. Sprache hat für Männer und Frauen eine völlig unterschiedliche Funktion. Für Frauen dient Sprache zur Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Bindungen. Für Männer ist Sprache Mittel zum Zweck. Ne? Männer kämen im Grunde mit ein paar Grunzlauten aus. Ja. Ne? Verwirrung. Begreifen. Ein Firmenboss könnte statt bei der Vertriebstagung zur Belegschaft zu sagen, und hier, meine Damen und Herren, präsentiere ich Ihnen unsere neue Produktpalette, könnte er auch machen. Und die Angestellten. Männer und Frauen haben auch völlig unterschiedliche Interessen. Mode. Männer haben weder Ahnung von Mode, noch interessieren sie sich dafür. Obwohl Frauen das wissen. Fragen Sie Ihre Männer immer wieder in Modedingen um Rat. Meist 3 Minuten, bevor man spätestens das Haus verlassen müsste, um zu der Verabredung noch zurechtzukommen. Schatzi, soll ich die weißen oder schwarzen Ohrringe anziehen? Das ist auch ein sehr wichtiges männliches Geräusch, Resignation. Ich weiß natürlich, meine Chancen sind 50-50 und ich sage, die Weißen. Die Weißen? Die Person, die zu dem Blut und dem anderen Bläser anziehen. Wenn wir schließlich aus dem Haus kommen, kann ich mich noch mal rasieren. Es ist Männern einfach egal. Ich sagte auch nicht zu einem Kumpel, wenn ich mit dem Squash spielen gehe, hör mal, du willst doch nicht das T-Shirt zu den Schuhen anziehen. Bin auch immer wieder schwer beeindruckt, wenn ich mich im Bad der kosmetischen Abteilung meiner Frau gegenüber sehe. Hunderte von Tiegelchen, Töpfchen, Tübchen, Ampüllchen, Fiölchen, Amphörchen. Für normale Haut, für fettige Haut, für trockene Haut, für Mischhaut. Haben Sie schon mal einen Mann mit Mischhaut gesehen?
können sich folgenden Dialog auf einer Baustelle vorstellen. Dass der Polier ruft, ey Günni, Günni, komm mal im Wagen. Günni, wir müssen reden. Günni, es ist wegen deinem Teng. Günni, trockene Backen und fettige Stirn. Günni, weißt du, was du hast? Du hast Mieschaut. Günni, es ist nicht wegen mir, aber die Jungs reden schon. Günni hat Mieschaut, da ist es. Geh mal zum Kosmetiker. Selber mit Gerüchen. Für Frauen ist es wahnsinnig wichtig, gut zu riechen. Bei Männern ist der Geruch doch sehr häufig durch den Zufall bestimmt. Sag mal, Schatz, riechst du da auch? Nee, bin ich wieder in die Scheiße getreten. Sehr beliebt auch die Nummer. Schatz, riech mal, kann ich das Hemd noch mal anziehen? Weißt du, warte, ich tut mal kurz im Trockner, dann geht es wieder. Was? Ein Mann kann ein Hemd aus dem Gulli holen. Kurz im Trockner geht es wieder. Warm gleich sauber. Und dann eine ganz witzige Sache. Frauen merken früher als Männer, wann sie niesen müssen. Müssen wir darauf achten. Eine Frau kriegt immer rechtzeitig ein Taschentuch raus. Ein Mann hängt im vollbesetzten Bus an der Schlaufe. Tut mir leid mit Ihrem Hemd. Aber wenn sie es im Trockner tun, geht es wieder. Vielen Dank. Und dann gibt es noch einen Unterschied. Das ist vielleicht der gravierendste von allen. Männer sind eher als Frauen dazu bereit, fremd zu gehen. Das ist aber genetisch bedingt. Es ist praktisch der Auftrag der Natur, sich im Interesse der Arterhaltung so oft es irgend geht zu reproduzieren. Das ist seit Jahrmillionen ins Stammhirn eingemeißelt. Da können wir nichts für. Ja, meinen Sie vielleicht, das macht mir Spaß? Natürlich versucht der moderne Mann, mit Hilfe der Ratio, die bekanntlich in der Großhirnrinde sitzt, dagegen anzugehen. Aber entwicklungsgeschichtlich betrachtet ist die Großhirnrinde im Vergleich zum Stammhirn mal gerade ein paar Sekündchen alt. Nicht? Das ist ja so ein hoffnungsloses Ringen. Und davon handelt dieses Lied. Auf dem letzten Opernball sah ich ein junges Ding, so schön, so zart, so elfengeil, dass ich gleich Feuer fing. Als Mann von Welt, Kultur und Art sprach ich zu mir, du Sau. Ich weiß, was du schon wieder willst, ich kenne dich genau. Komm, lass das doch, was soll das denn, Mensch, wenn das einer sieht? Dusch dich kalt, hack Holz im Wald oder sing ein Lied. Und ich sang, ade, du mein lieb Heimatland, ade. Und schon tat nix mehr weh. Neulich in der Straßenbahn
bin ich halb eingenickt und merke, wie die Nachbarin mir langsam näher rückt. Sie war so fest und weich zugleich, sie weckte meine Gier. Doch im letzten Augenblick sagte ich zu mir, komm, lass das doch, was soll das denn, Mensch, wenn das einer sieht? Dusch dich kalt, hack Holz im Wald oder sing ein Lied. Und ich sang im Frühtau zu Berge, wir ziehen Falle ra. Und schon war nix mehr da. Gestern auf dem Sportkanal lief Katharina Witt. Ich lag so da und sah ihr zu und lief ein Stück weit mit. Da klang die Stimme meiner Frau, ich gehe jetzt zu Bett. Wenn du auch mal kurz vorbeischautest, fände ich das sehr nett. Ich sagte, lass das doch, was soll das denn, Mensch, wenn das einer sieht. Durch dich kalt, hack Holz im Wald oder sing ein Lied. Und sie sang, lang, lang ist's her, lang ist's her. Dann ist sie noch ins Bad gehuscht und hat eine Stunde kalt geduscht. Ich bin vorm Fernseher eingenickt und hab im Traum die Witt gefragt, ob sie mir vielleicht ein paar Sprünge oder Hebefiguren beibringen könnte. Aber Kathi sagte, komm, lass das doch, was soll das denn, Mensch, wenn das einer sieht? Durch dich kalt, hack Holz im Wald oder sing ein Lied. Und ich sang Gloria, Victoria, witte, witte, witt, bum, bum. Dankeschön. Ich schätze, ich mache jetzt Helge Schneider, ne? Wie er Peter Maffay ankündigt. So. Jetzt kommt ein ganz alter deutscher Schlager. Gesungen von einem ganz alten deutschen Schlagersänger. Es ist Peter Maffay. Und Peter Maffay ist ungefähr so groß. Nein, das war ein Spaß. Alberner Helge. Er ist so groß. Ja. Und Peter Maffay ist kein Deutscher. Er ist Muräne. Er kommt aus Muränien. Das ist ein ganz kleines Land, ganz weit weg hinter den Siebenbürgen. Und das ist ein bisschen wie Holland. Nur mit noch mehr Bergen. Und weniger Wohnwagen. Und die Hauptstadt ist auch nicht Brüssel, sondern Budapest. Und Peter Maffay spricht so ein bisschen komisch. Da kann ich aber nichts für. Das ist, weil alle Muränen so komisch sprechen. Und er singt einen ganz alten deutschen Schlager, aber Gott sei Dank nicht den ganzen, sondern nur den letzten Teil. Moment, Helge, das begreife ich nicht. In meinem Vertrag steht, dass ich das ganze Lied singen darf. Wieso behauptest du jetzt, dass ich nur einen kleinen Teil singen werde? Weil das Lied scheiße ist, Peter. Guck mal, das ist eine ganz alte Schote. Ne? Die meisten, die das kannten, sind schon lange tot. Ne? Und nur der letzte Teil, der ist lustig, da, wo es um Poppen geht. Ne? Und jetzt mach ihn. Kann ich nicht wenigstens das halbe Lied singen? Nein, Peter, du singst nur den letzten Teil da mit Poppen. Und jetzt komm aus der Hüfte, sonst sing ich das Lied. Okay. Was ist passiert, Peter? Hat er heimlich Gitarrenstunden genommen?
Ich war 16 und sie 31. Dankeschön. Danke. 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 Da siehst du, wie die Leute rasen, Helge. Sie mögen das Lied. Ja, das ist doch nur, weil die meinen, das wäre auch deine neue Operette da. Tabernakel oder wie das Ding heißt. So, und jetzt mach voran hier. Und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich war kein Kind mehr. Geht das nicht ein bisschen schneller, Peter? Und es war Sommer, das erste Mal im Leben. Es war Sommer, das allererste Mal. Ah, das ist schon eine arme Sau, der Peter Maffay. Da ist er 16 Jahre alt geworden und hat immer nur Winter erlebt. Ist ja klar, dass der Junge einen Eiszapfen hat. Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Ach, schon wieder. Und es war Sommer. So, jetzt wissen Sie auch, wer Peter Maffay entjungfert hat. Es war Dr. Sommer aus der Bravo. Vielen Dank.